Mafia 3. Herzlich willkommen zu Mafia 3. Mein Name ist Glabur. Ja, los geht's, Leute. Lincolns Mutter verließ ihn so ungefähr gegen 1947. Das war etwa 2 Jahre nach seiner Geburt. Seine Mutter war Dominikanerin. Ich dachte immer, sein Vater war ein Weißer. Vielleicht Italiener, aber das war egal. Wer damals auch nur ein bisschen schwarz aussah, war eben ein Schwarzer. Wie heute auch noch, nehme ich mal an. Er blieb im Waisenhaus bis etwa 1958. Wann haben Sie Lincoln Clay kennengelernt? 1966. Ich habe aus Laos Geheimoperationen für die CIA geleitet. Er war eine Leihgabe von einem Sonderkommando von CIA und Pentagon. Er war ein ruhiger Junge. Ein braver Kerl. 2 Verwundetenabzeichen, eine Tapferkeitsmedaille und eine für besondere Verdienste. Er hat sich für dieses Land außerordentlich verdient gemacht. Nach der Schließung des Waisenhauses schloss er sich Sammy Robinson an. Sammy war der Chef der schwarzen Mafia in Delray Hollow. Ich war davon natürlich nicht gerade begeistert, aber für schwarze Jungs aus dem Waisenhaus gab es damals nicht viele Möglichkeiten. Wenn man Jungs wie Lincoln allein lässt, dann suchen sie ein Leben lang ein Zuhause. Suchen nach einem Platz, wo sie hingehören. Er hat wohl gehofft, dass er den in der Armee findet. Doch dann, nach seiner Entlassung, hat er irgendwie den Halt verloren. Als er aus dem Krieg heimkehrte, zog es Lincoln wieder zurück zu Sammy. Sammy schuldete der italienischen Mafia eine ganze Stange Geld. Und er brauchte Lincolns Hilfe. Eine Schande, was da passiert ist. Es bricht mir das Herz. 27. Februar 1968. Ja, mit meiner Fähigkeit Glabur. Ich wusste nicht, dass der gute Mann da gleich wieder rumquasselt. Bis jetzt, Atmosphäre ist ja mal Bombe, Alter. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Echtes Geld zu benutzen, um die Federal Reserves zu beklauen. Scheiß drauf, Mann. Ist doch nicht unser Geld. Das kam alles von Scaletta. Außerdem ist es nichts im Vergleich zu dem, was wir da holen. Ist das alles, was wir verbrennen müssen? Ja, alles klar. Schnapp dir die Schlüssel für den Laster, damit wir abhauen können. Juhu! Für den Leuchter. Aktuelles Spiel. Besorge dir den Schlüssel. Besorge dir die Schlüssel. Da unten haben wir Leben, Granaten, Geld. Hey, Mann, schnapp dir die Schlüssel. Und keine Ahnung. Okay, geh mit WASD. Kamera bewegen mit Maus ist okay. Aha. Okay, Tab, das ist die Karte. Alter Schwede. Okay. Das ist das berühmte Sumpf, oder der Sumpf. Das kann ich schon mal sagen. Über den Rest habe ich keine Ahnung. Öffne die Karte mit Tab und wähle das Ziel aus. Zack, haben wir. Dankeschön. So, da sollen wir hin. Was machst du hier? Oh, dann gib mal ein paar Hunis, du. Die Schlüssel liegen nebenan. Schnapp sie dir, damit wir abhauen können. Ja, ich gehe ja schon. E drücken, okay. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so legen lassen sollten. Er hat uns den Transporter gebracht, wie vereinbart. Hat sogar seinen Partner gekillt, damit es echt aussieht. Aber wenn du Zweifel hast, warum dann das Risiko? Weil ich ihnen eine Leiche schenke. Ja, schenke dir, dein Freund. Oh, Q drücken. Lenker, nimm die Schlüssel. Also, das war das. Verdammt. Ich weiß nicht. Ich war das nicht. Was hat er denn gerade? Nö, ich steck die Waffe weg. Steigen Sie in den Panzerwagen. Ja, ja. Also, derjenige, der jetzt gerade zuschaut, ja, du warst es. Ich nicht. Ich hab das nicht gemacht. Wir sollten los. Du hast die Schlüssel, also setz dich ans Steuer. Alter, los, verziehen wir uns von hier. Ich bin alter Mann. Ja, guck mich mal an. Ja, ich bin zwar ein Schrank, aber ich bin alt. Chill mal. Hier drücken. So. Da war ein Krokodil. So, Krokodok. Ja, ja, ich gehe ja schon. Weiß gleich, meckern sie die sowieso wieder. F. Die Karre springt nicht an. Beschleunigen mit W, ja, ja. Das springt. Ah! Hi, hi ist da. Okay, fahre zum... Okay, ich möchte mir erstmal angucken, wo wir hin müssen. Okay, da stehen jetzt Namen, Innenstadt. Okay, 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 okay. Alter, wie cool sieht denn das im Hintergrund aus? Schick, 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 schick. Fahr vorsichtig in die Stadt, sonst haben wir ruckzuck die Bullen am Hals. Ja, ja, ich fahr langsam. Ja, kein Bock hier auf irgendeinen... Alter, zieht er sich jetzt gerade eine Bahn? Ich wollte, dass wir einen der Wächter am Leben lassen, um das FBI von uns abzulenken. Hast es doch selbst gesagt. Wozu das Risiko? Außerdem, meine Erfahrung aus Namen sagt mir, wenn du einmal die Seiten wechselst, tust du es auch ein zweites Mal. Und scheiß drauf, wie du dabei hintergehst. Okay. Boah, recht doch mal, was war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast? Alter, willst du dich verarschen? Das willst du nicht wissen. Hör zu, Mann, ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt. Haha, du. Ach, Giorgio Macano zahlt Steuern? Ja, verdammt, mache ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Und kriege ich jetzt eine Antwort, oder was? Wir waren an der Küste bei Quang Nai, haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff. Da kommt diese Frau. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie einen Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beidem mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem, das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Herr im Himmel. Hey Mann, du hast gefragt. Alter. Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Ich meine, scheiße. Das ist nicht ihre Schuld. Die Zustände da drüben, das war die Hölle. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder... Und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergebombt. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Also man sieht auch unten so eine Leiste über dem Tacho. Ich glaube, wenn wir ins Rote fahren, dann sind wir zu schnell und könnten angehalten werden. Wir sollen ja keine Aufmerksamkeit erregen. Also fahre ich jetzt mal ein bisschen langsam hier. Also die Geschichte war gerade schon ein bisschen hardcore, oder? Ein Kind kann nicht ein neues machen. Ich würde gerne mal... Wisst ihr, was ich gerne hätte? Jetzt ohne Scheiße, ich würde gerne mal wissen, ob man eine Innenansicht machen kann. Steuerungseinstellungen. Schwierigkeitsgrad, habe ich Mittel, das ist okay. Fahrmodus normal. Ach nee, das kann man umstellen hier, ne? Simulation kann man nämlich machen. Untertitel habe ich aus. Verfolgungskamera. Außenlinie und überholen den. So, ich schätze mal so 35 Meilen dürfen wir fahren. Wo steht der denn jetzt hier rum? Junge, 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 Junge. Wäre ich mal hinter dem Müllwagen geblieben, doch. Dankeschön. Mach mal Gas jetzt hier. Wie weit müssen wir denn noch? Steht keine, doch da. 1000 und ein bisschen müssen wir noch. Alter, mega geil, Leute. Jetzt ohne Scheiß. Alter. Puhuhuhu. Das war knapp, doch. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn wir jetzt hier gleich Scheiße machen. Was? Sei froh, dass ich hier nicht in irgendeinem anderen Spiel bin und ich dir in den Arsch trete. Das Spiel hat einen 30 FPS-Lock drinnen noch. Das ist so die einzigste Kritik, die ich bis jetzt merke. Und die Steuerung ist ein bisschen... Aber das wird gepatcht. Also das haben sie jetzt schon angekündigt. Der 30 FPS-Lock wird entfernt mit dem nächsten Patch. Das hat 2K jetzt schon angekündigt. Dann lass mich mal über... Alter, wie geil das hier einfach aussieht. Sorry, wenn ich mir jetzt wirklich hier ein bisschen Zeit lasse, aber ich glaube, ihr kennt das selber. Ja, wenn man ein neues Spiel hat... Dann, oh, nicht rückwärts fahren. Nein, Entschuldigung. Dann, ist das normal. Das ist doch einfach mega geil hier. Das ist halt die Fresse. Stell ich gleich aus. Kriegst gleich einen Arsch voll. Junge, sind die alle gestresst hier. Schild mal. Ne, wir bleiben einfach hier. Ne, wir fahren rüber. Hehehe. Mega geil, Leute. Jetzt ohne Scheiß, ey. Ich möchte hier gerne durch die Stadt laufen, einfach nur. Ein Rückspiegel. Guck mal, hinter uns sitzt der Tussi. Das kann man im Rückspiegel sehen. Mega geil. Leute, ich bin mega Fan von Mafia 1 und Mafia 2. Das... Achso, so können wir auch nach hinten gucken, okay? Oh. Na, Oma? Meinst du nicht, dass das ein bisschen schnell war, was du gerade... Was? Achso, Kreisverkehr. Das Wachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt. Ich lasse sie einfach unter dem Sitz. Ja, das würde ich wohl auch mal sagen. Dass wir das unterm Sitz lassen. Mal sehen, ob diese gefälschten Ausweise ihr Geld wert sind. Wir sind da, Leute. Los geht's. Mega geile Stadt einfach. Ist das cool. Oh! Guckt euch das an, wir nehmen die Leiche mit. Was für ein Bug jetzt schon. Fort hinten zur Laderampe. Und wir schieben die Leiche weiter vor uns. Kann sein, dass die Jungs manchmal einen etwas rauen Ton am Leib haben. Ich bin schon öfter Nigger genannt worden. Schon klar. Nimm's nur einfach nicht persönlich, wenn ich da mitmache. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass wir an die Kohle rankommen. Ich glaube, wir werden gleich richtig losballern, oder? Irgendwas geht doch hier mit Hundertprozentigkeit falsch. F für aussteigen, okay. Wenn ich was sage von wegen, es ist heiß, schlagen wir zu. Okay. Los geht's. Einmal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Wir sollen das Geld verbrennen. Was zur Hölle macht denn die Pissnöcke hier? Pff, positive Diskriminierung. Weiß doch, wie's ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Du kannst mitkommen. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Du bringst sie in die Brennkammer runter. Oh Gott. Wie viel habt ihr abgesahnt? 238.546 $. Meist kleine Scheine. Wenn wir fertig sind, soll Miss Gail dein Büro anrufen und die Lieferung bestätigen. Vielen Dank. Schon ziemlich hardcore, oder? Das mit den, was will die Pissnelke hier und Neger und... Boah, Leute, jetzt ganz ehrlich, das ist schon... Hardcore. Die Schrotflinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin noch in Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Du kannst dich auf dem Weg nach draußen wieder abholen. Okay. Die Brennkammer ist unten im Keller. Hier lang. Alter, hab euch lange nicht gesehen in dieser Gegend. Ich war eine Weile drüben in Georgia. Er ist gerade aus der Army raus. Alter. Mein Cousin versucht seit über einem Jahr hier einen Job zu kriegen. War für 2 Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein, danke. Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird. Das macht mich gerade ein bisschen... Fummelt lieber nicht aneinander rum da hinten. Hurensohn! Scheiße, sieh dir das an. Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold ist. Washington hält es immer in Bewegung wegen des Kriegs. Mal ist es hier, dann wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Da sind wir. Okay. Folge der Wache steht da immer noch. Wird abgeschlossen, alles klar. Stell die Säcke auf den Tisch da. Okay. Der Neger macht das schon. Alter, die gehen mir echt auf den Sack mit diesen Sprüchen. Ich kannte das hier gar nicht. Hätt's mir größer vorgestellt. Läuft wie am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Scheiße, ist das eine Hitze hier drin. Früher haben wir Kohle verfeuert, aber vor einem Jahr oder so sind wir auf Öl umgestiegen. Gibt eine gleichmäßigere Flamme. Da kam so ein Typ vorbei und wollte mich überreden, auf Öl zu wechseln. Da habe ich ihm gesagt, ich habe kein... Mama! Gott, war dieser Kerl ein Arschloch. Wir müssen los. Danny und Alice sind jeden Moment da. Gib mir eine Sekunde. Die da hinten kriegen das nicht mit. Kümmer dich um die Wachen. Und halt den Arsch unten, nicht, dass die uns dran kriegen. Ich weiß, was ich mache, verdammt. Scheiße, das geht nicht. Zum Hocken? Achso. Ja, ist schon okay. Ich habe doch unser altes Haus vermietet, weißt du noch? Hab da gestern Abend angerufen und denen gesagt, ich wollte das Haus verkaufen und sie müssten in 2 Wochen draußen sein. Und dieser Kerl, so ein Typ namens John, quatscht auf mich ein. Laut Mietvertrag hätte er das Recht auf 30 Tage Kündigungsfrist und fragt mich, wie er denn in 2 Wochen eine neue Bude finden sollte. Okay, haben wir. Puh, ist das Spiel schnell, wenn man sich bewegt. Mach schon, Mann, der Laden raubt sich nicht von alleine aus. Okay, Auswahlrad, Maus, Mitte gedrückt halten, Waffen schnell, Wechsel, Bild nach oben, unten drücken. Okay, Kufe schließen, alles klar. Okay, so. Okay, drücken braucht man gar nicht. Okay, was jetzt? Achso, da müssen wir hin. Aber da würde ich gerne rein. Wir müssen den Tresor aufkriegen. Ja, Mann, aber da ist eine dicke Waffe. Partytime! Wie geil ist das denn gemacht? Und jetzt ist er leer, wa? Nein. Heilige, verfickte Scheiße. Ist ja Wahnsinn. Ich sehe mich erstmal hier um und du checkst, was du draußen kriegen kannst. Wenn die anderen mit dem Bohrer durch sind, werfen wir hier alles runter. Fuck. Scheiße. Hey, hast du den Alarm ausgelöst? Scheiße, ich hab nicht gewusst, dass hier drin noch eine Anlage ist. Okay, wir müssen die Wachen aufhalten, bis Danny das Loch gebohrt hat. Hey, wir geben jetzt nicht auf. No, Mann, ich wusste es. Aber ich sage damit erstmal vielen Dank fürs Einschalten hier bei Mafia 3. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss.